Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es passend zum Sommer wieder ein Limo-Rezept für euch. Und zwar ein total erfrischendes mit Zitrone, Ingwer und Pfefferminze. Und was ihr genau braucht und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Für diesen super erfrischenden Eistee braucht ihr natürlich, wie der Name schon sagt, einmal Zitrone, Ingwer und Pfefferminze und ein Süßungsmittel. Ich nehme Honig, ihr könnt das Ganze natürlich auch ganz nach Geschmack ersetzen. Für einen Liter Eistee benutze ich den Saft von einer Zitrone, ein etwa daumengroßes Stück Ingwer und so einen kleinen Trieb Pfefferminze, das sind so 7 bis 8 Blättchen, denke ich. Zusätzlich braucht ihr natürlich noch Wasser und Eiswürfel. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Den klein geschnittenen Ingwer mische ich mit dem Zitronensaft. Und dann gieße ich das Ganze mit 1 Liter heißem Wasser auf. Das habe ich hier einmal im Wasserkocher aufgekocht, bereits ein bisschen abkühlen lassen. Und dann gebe ich auch 1 Esslöffel Honig dazu. Die Mischung lasse ich dann mindestens 2 Stunden lang ziehen und gleichzeitig auch abkühlen. Die Ingwerstückchen habe ich bereits wieder aus dem Eistee herausgefischt und zum Servieren habe ich hier jetzt ein schönes großes Glas, einen großen Strohhalm und einige Eiswürfel. Zu den Eiswürfeln gebe ich jetzt die Pfefferminze, zupfe hier so ein bisschen ab und hebe die Blätter noch so ein bisschen unter das Eis drunter. Und dann gieße ich das Ganze einfach mit dem Eistee auf. Vielleicht als Deko oben noch einen schönen kleinen Zweig drauflegen und dann ist das Ganze servierfertig. Ich hoffe, euch haben Idee und Rezept gefallen und wenn es ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder auch Wünsche habt, schreibt es mir einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, da würde ich mich natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!